Sonntag, 4. November 2018, 15.56 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle: Arminia Bielefeld, FC St. Pauli 1:2, 1:0. Der FC St. Pauli hat sich bei Arminia Bielefeld 2:1 durchgesetzt und vorläufig den ersten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Arminia hat nach der DFB-Pokalniederlage gegen den MSV Duisburg zum 6. Mal in Serie verloren. Dabei sah es zunächst gut aus für die Arminia, die in der 6. Minute durch einen Treffer von Kinu Staude in Führung gegangen war. In der Entstehung des Tores hatte Anderson Lukoki den Ball allerdings mit der Hand gespielt. Wenig später hatten die Arminen die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, aber Fabian Klos scheiterte an St. Paulis Schlussmann Robin Himmelmann, 25. In der zweiten Hälfte verwandelte Marvin Knoll einen Foul-Elfmeter, 49. Dann traf Mats Möller, der lief für St. Pauli zum 2:1 entstand. Der Treffer von Delli hätte allerdings wegen einer Abseitsposition von Henk Fährmann nicht zählen dürfen. Im Topspiel am Montag treffen der HSV und der 1. FC Köln, beide 21 Punkte, aufeinander. Mindestens eine der beiden Mannschaft wird St. Pauli, 22 Punkte, in der Tabelle dann wieder überholen. Der Image Stone Simon Edmondson, vorne, Jan Regensburg, Union Berlin 1:1, 1:1. Auch Union Berlin hätte bei einem Sieg in Regensburg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Die Berliner, die als einziges Team der 2. Liga noch ungeschlagen sind, kamen gegen Jan Regensburg über ein Remis jedoch nicht hinaus. Das Tor für den FC Union, der ab der 78. Minute in Unterzahl spielte, Gelbrot für Grisha Plömel, erzielte Sebastian Polter, 45. Die Führung hielt nicht lang, nur eine Minute später konnte Jan George für Regensburg ausgleichen. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal spannend, als Ken Reichel, 84. ins Regensburger Tor traf. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied jedoch auf Abseits. Union ist nach dem Remis 4. 20 Punkte, Regensburg 9. 17. 1. FC Heidenheim, Erzgebirge Aue 1:0, 0:0. Der 1. FC Heidenheim hat das Mittelfeldduell mit Erzgebirge Aue 1:0, 0:0 gewonnen. Dennis Tomala belohnte die Gastgeber für ein lange Zeit überlegen geführtes Spiel mit dem einzigen Treffer der Partie in der 54. Minute. Nach der gelb-roten Karte gegen Fabian Kallich, 88. Minute, spielte Aue die letzten Minuten in Unterzahl. Heidenheim ist damit seit 6 Spielen ungeschlagen und auf Platz 6.